Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem heutigen Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian und ihr seid hier auf Tupac VR und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützen würdet. Also einmal auf Abo-Button drücken, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr und ich bin echt froh, dass ich euch dieses Video hier heute präsentieren darf, denn es handelt sich hier um kein finales Game, sondern um ein ganz frühes Beta-Stadium, sage ich einfach mal, Early-Beta-Build. Und ich bin froh, dass ich das zeigen darf. Und ich habe mal die ersten 40 Minuten Gameplay aufgenommen, und um euch mal zu zeigen, wohin die Reise geht. Das Game kann sich aber noch sehr, sehr stark ändern, wenn es in die finale Version reingeht, von Soundeffekten, von Gameplay selber, von Synchronstimmen, die können sich auch noch ändern. Also das muss jetzt nicht alles final sein. Wenn ihr irgendwelche kleinen Bugs seht, die werden noch alle gefixt. Also den Entwicklern ist schon bewusst, dass sie hier keine fertige Version haben. Aber ich konnte das Game richtig gut spielen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich euch jetzt gezeigt habe, und hatte keinen großen Bug, den ich jetzt irgendwie, der mir mega jetzt in so einem Gamebreaker wäre. Und was ist Genotype? Genotype ist ein Game, wo wir auf einer verlassenen Forschungsstation sind am Südpol, und wir müssen um unser Überleben kämpfen. Wir haben einen Kontakt, der uns da so ein bisschen durch die Station hilft und uns erklärt, was da überhaupt Sache ist. Da geht die Reise so ein bisschen hin. Wir haben aktuell noch keine deutschen Texte. Wir haben alles auf Englisch, aber das soll wohl auch noch behoben werden oder noch hinzugefügt werden, wenn die Version final wird. Dann werden wahrscheinlich auch ein paar Sprachen noch hinzugefügt. Das ist aber ganz normal, dass es im Beta-Bild noch nicht der Fall ist, dass da noch alles halt in Englisch ist. Das ist ganz normal. Aber ich muss sagen, mir hat es ganz gut gefallen. Es ist ein Quest-Standalone-Game. Dafür war die Grafik aber ganz gut. Das Gameplay hat mir Spaß gemacht. Aber ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so viel. Ich würde aber gerne trotzdem später, wenn ihr das Video geguckt habt, gerne eure Meinung unter den Kommentaren lesen. Was sagt ihr zu dem Game? Und jetzt gebe ich mal ab an Sebastian unter der VR-Brille. Viel Spaß. What is this place? Help! Anyone? Ja, Leute, willkommen in Genotype. So begrüßt uns das Spiel. Und wir sind eine Praktikantin, die auf einer geheimen Forschungslabor festsitzt auf dem Südpol in der Antarktis. Und so startet das Ganze. Wie eben schon erwähnt, wir haben hier noch kein fertiges Spiel. Wir haben eine ganz, ganz frühe Beta-Version. Stimmen, die wir hören, können sich komplett ändern, die eventuell mit KI geschrieben wurden und dann aufgenommen wurden. Texte und das Spiel selber kann sich noch ändern. Töne können sich noch ändern. Also alles, was ihr hier seht, kann sich noch ändern. Es soll nur einen kleinen Einblick geben, in welche Richtung das Ganze geht. Und es wird mit Sicherheit auch noch um einiges verbessert werden bis zur finalen Version. Und das wollte ich definitiv sagen. Deshalb habe ich auch hier ein Wasserzeichen eingebaut, dass sich um eine ganz, ganz frühe Early-Version handelt, die ich hier spielen darf. Und ich bin echt glücklich, dass ich das euch zeigen darf. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man sowas in so einer frühen Stadium dann zeigen darf. Und wir haben hier jetzt aktuell alles noch in Englisch. Ob eine deutsche Sprachausgabe kommt, steht noch in den Sternen, aber Texte werden noch in Deutsch übersetzt. Das heißt, wir kriegen dann auch irgendwann deutsche Texte in der finalen Version. Und das Ganze muss man jetzt noch abwarten. Ich möchte euch jetzt gar nicht so viel zeigen. Ich möchte euch ein bisschen was vom Spiel zeigen, so einen Ersteindruck, und dass ihr wisst, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich finde, alleine hier sieht man schon, es sieht echt nicht schlecht aus, muss man einfach sagen. Für ein Standalone Quest 2 Game sieht es ganz gut aus. Auch hier, wenn ich hier die Texturen anschaue, echt gut gelungen. Und genau, ich wollte es jetzt nehmen. Das Ding müssen wir uns jetzt anziehen und dann geht es auch schon los. Grab and place. Your placeness. We call it the exoscope. Who are you? No time for introductions. We need to make sure you don't end up like your colleague. You must be able to defend yourself. Go to the auditorium across the hall. Defend myself? Against what? Hello? Genau, against what? Also, wir müssen uns verteidigen. Gegen was, wissen wir noch nicht. Und so geht das ganze Spiel los. So, wir können immer noch auf Bugs treffen und so weiter. Möchte ich nur darauf hinweisen, auch
wenn ihr irgendwelche kleinen Texturfehler seht oder so, ist alles vollkommen normal, kann alles noch oder wird alles noch gefixt, wenn ihr sowas sehen solltet. You see those gloves? They're a prototype of the grade, an organic 3D printer and your best bet to... All right, there's a ripcord attached to your dominant hand. It lights up when you approach it with the other glove. Pull the ripcord to print an organism. Genau, hier haben wir unsere Waffe sozusagen. Whoa, is that thing alive? Its cells are alive, but it has no brain. Now, pull the trigger with your dominant hand. Try hitting the target. Try using your secondary ability instead. Bullseye. You can dissolve your current hand creature by pulling the ripcord and releasing it near the glove. Try so, hier haben wir, darüber können wir ganz viele verschiedene Kreaturen, ich glaube bis zu 6 war das, printen. Und hier kann man das dann auch terminieren. Move on to the lobby. There's access from the outside. I can't do this alone. You gotta come and help me. I can't. And you wouldn't believe me if I told you why. What do you mean? Hello? Auch vom Soundeffekt trotzdem schon ziemlich cool, auch dieses Echo. Auf jeden Fall, jede Kreatur hat ihre eigene Daseinsberechtigung, sage ich einfach mal, und ist für was gut. Und wir schalten im Spiel immer mehr frei, können Upgrades bekommen und so weiter und so fort. Are you okay? I'm absolutely nowhere close to wir haben ein Inventar, wo wir Sachen speichern können. Also wir haben jetzt hier 2 Medical Syringe, also Medical Spritzen. Die können wir uns so verabreichen, wenn wir die hier drauf tun, können wir über Trigger uns die verabreichen und schon sind wir hier komplett voll. Wir sehen hier Tokens, wir sehen Genomas und Skill Points. Tokens sammeln wir, müssen wir looten, die finden wir überall mal wieder. Genomas bekommen wir auch, indem wir das finden in Spritzen oder auch Gegner killen. Airlock. Also dieser Sci-Fi-Look, der gefällt mir total. Alright, before you go any further, you better familiarize yourself with the map. It's built into the display of your helmet. I owe you some answers. We found a fossil in the ice. From its DNA, we recreated hundreds of species of flora and fauna, but the ecosystem took over. Those who didn't die from the creatures died from the airborne poison. Poison? Will it affect me? Okay. It's already in your bloodstream. The spores will reach your brain within a day and you'll die. But I've got a trick up my sleeve. Oh, great! A trick! I can't do this alone. I need a radio. Okay, die Sporen sind schon in unserem Blut und er will uns was zeigen, wie wir das wieder hinkriegen. I have to. Und weg war er. So, wir wollen uns mal die Waffe wieder printen. So. Also ihr habt gerade gesehen, das ist auf uns zugespritzt, das Genomaß, und wir haben das dann aufgesammelt. In der anderen Version war es mal anders, dann lag das auf dem Boden, wir mussten es einsammeln. Brauchen wir jetzt hier nicht mehr, es ist also schon geändert worden. I can see you through the security cameras. Any chance of you lending a physical hand to? Unfortunately, I am stuck at the dig site, and let's just say the atmosphere here is dense. So, nehmen wir mal. Convenient. I'm coming to you then. I need that emergency radio. Also rot ist zu, blau ist auf, das heißt wir müssen erstmal hier. Janitorial ist ja Hausmeister, glaube ich, Housekeeper. Okay. Is locked with a code. It should be in the janitorial office on the first floor. Ach, schau mal hier. Medical Syringe. Brauchen wir nicht. Packen wir hier ins Inventar. Hier sehen wir auch, wie viele Schüsse wir noch haben. Und hier werden wahrscheinlich nachher alle Sachen dann aufleuchten, wenn wir was gesammelt haben. Also vom Look her gefällt mir es richtig gut. Auch für ein Standalone-Gerät oder Standalone-Game ist es hier richtig gut. Und ich mag diesen, ja, so 80er-Jahre-Sci-Fi-Look, finde ich.
sind noch Sachen, aber die, da kommen wir jetzt nicht ran. Und auch wenn wir so Texturen sehen, die flackern oder so, das bewerten wir alles nicht. Wir schauen uns das nur mal hier ein bisschen so vom Gameplay an. Und selbst wenn sich das auch noch ändern kann, kleine Fehler oder so weiter sehen wir hier wahrscheinlich öfters. Aber da brauchen wir dann ja nicht groß bewerten. So, hier haben wir so eine Check-in-Konsole. Hier können wir unseren Speicherstand speichern jederzeit. Und ja, schon haben wir es geschafft. Da liegt was. Grubber Creator Blueprint. Cool. Also, hier haben wir eine Blueprint für eine neue Kreatur, die wir hier dann... Printed by pulling the ripcord out until the grubber shows up on the screen of your primary hand. Then release the cord. Ah, schau mal. Ah, cool. Presto. Ja, jetzt haben wir hier schon verschiedene und ihr seht die Punkte. Und wenn wir dann auf dem Display gucken, jetzt habe ich den Spitter. Lass los und schon wird der Spitter gedruckt. So. Okay, da unten sehe ich eine Konsole. Aber man sollte hier wirklich immer genau schauen, liegt hier irgendwas rum? Weil Looten ist hier echt wichtig, dass wir hier auch, ja, guck mal hier, Geno-Capsule, also dass wir diese Geno-Masse für die Upgrades dann auch sammeln. Dass wir unsere Waffen upgraden können und so weiter, ist ziemlich wichtig. So, das sind hier Audio-Logs, die nehme ich jetzt nicht. Die sind, glaube ich, aktuell noch nicht betriebsbereit. Hatte ich in einer anderen Version mal getestet, ging noch nicht. Office Override, ja genau, wir wollen ins Office rein. Classified Test System on, okay. Oh! More on the way. Ja, more on the way ist nicht gut. That's it. I don't see any more. Ihr seht ja hier diese grünen Punkte. Da muss man wieder warten, bis der aufgeladen ist. Und hier, das ist die Spezialmunition. Und ja, das kann ich nicht in Dauerfeuer machen, sondern wirklich nur, wenn es dann wieder aufgeladen ist. So, das könnte man sich jetzt hier dran stecken, dann wird ein Audiolog abgespeichert, ist aber wahrscheinlich momentan nicht so wirklich betriebsbereit, wie eben schon erwähnt. So, jetzt können wir hier eigentlich nochmal speichern. Immer speichern. So, jetzt gehen wir mal hoch. Jetzt sollte eigentlich das Büro offen sein. So, mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas finden. Ah, guck mal, da leuchtet was. Auch wichtig für Leute, die gerne im Sitzen spielen oder im Sitzen spielen müssen. Wir können es einstellen, ob wir stehen oder sitzen spielen wollen. Und die ganzen Sachen, die wir so sehen, können wir aus der Ferne uns ranziehen. Und kein Problem für Leute, die im Sitzen spielen. So, was haben wir hier? Alright, ach, guck mal. I'm in the office. Gain access to registration office und stand noch was, konnte ich so schnell gar nicht lesen. Hier haben wir wieder eine Genomas. Kapsel. Good. The map system automatically logs all the locations you're exploring. Use it. It's easy to get lost down here. Genau, hier haben wir eine schöne Map, wo wir gerade uns befinden. Wenn wir uns drehen, sehen wir, wo das Ganze hingeht. Null brauchen wir nicht. Oh, hier ist irgendwas. Guck mal. Ah, Token. Weitere Token. Ja, haben wir schon ein paar Tokens gesammelt. Registration Office. Ah, cool. 882. Wir speichern uns den einfach mal. Wer weiß ja, was es gut ist. Hier haben wir wieder so ein Audiolog. Benutze ich erstmal nicht. So. Mal schauen, wo wir das Ganze denn jetzt benutzen können. Registration Office. Kann man hier irgendwas? Ah, guck mal hier. Ah, guck mal. 8, 8,
2-2. Unlocked. Ja, cool. Okay. Oh, das ist aber Big Mama. Er hat mich aber erwischt. Puh. Okay, ein Balken weg. Ein Balken können wir mit leben. Was haben wir hier? Medical Syringe. Okay. Also die lassen wir uns auch noch. Puh, hab ich mich erschrocken. Okay, ein bisschen spooky jetzt gerade. Genokapsel. Oh, 5 Tokens. Okay, schauen wir mal. Was ist das? Upgrades. Yes, Upgrades. Hand Creature Modifications, Great Upgrades, Craft Items, Audio Logs. Okay, wenn wir jetzt hier Audio Logs gesammelt hätten, hätte ich die mit dran gehalten, dann hätten wir die jetzt abspielen können. Aber finde ich jetzt gar nicht so wichtig. Ich will euch das Gameplay ja mal zeigen. So, jetzt haben wir hier den Spitter. Den können wir jetzt modifizieren. Plus 100% Shot Damage. Plus 100% Grenade Damage. Or 25 Fire Shots, Fire Grenades. Den finde ich eigentlich ganz gut. 100% ist immer gut. Haben wir das jetzt auch genommen? Ah, wir haben noch gar keine Skill Points gesammelt. Sehe ich gerade, wir haben nur Tokens. Okay, also müssen wir damit noch warten. Aber hier kann man schon mal so ein bisschen erahnen, wo die Reise dann hingeht, was wir verbessern können an den ganzen Sachen. Dann haben wir noch Great Upgrades. Und das machen wir mit den Tokens. Können wir hier mal Upgrade-Slot 0, 1, 2, 3. Und die können wir jetzt noch gar nicht uns leisten. Aber ja, Slot 0 und 1 ist schon mal interessant. Machen wir hier Critical Vitality. Dealing critical hits will heal for 10% of the damage dealed. Movement speed, resist toxic, resist radioactive, resist cold. Clutch, when you are below 25, you will always deal critical damage. Okay, wenn wir unter 25 sind, haben wir Critical Damage. Perk. Increase Max Health bei 50. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber komm, wir machen den hier mal. Activate. Und dann haben wir auch nur noch 5 Tokens. Okay, wir können nur einen upgraden pro Dings. So, Craft Items. Spitter Ammo. Die können wir für Genomas uns holen. Wollen wir einfach mal einmal Printing 620 Schuss. Ging es jetzt auch? Weiß ich, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das ging. Okay, also so sieht das Menü aus, wo wir uns dann wirklich upgraden können. Oh, was ist das denn hier? Oh, da sitzt auch einer. Okay, sieht komisch aus. Da sitzen zwei. Komm, Genomasse. Oh, ich habe Angst. Hallo? Okay, der will nicht. Oh je. Also, das sind wahrscheinlich die Sporen, die wir so schon im Blut drin haben, wovon eben geredet wurde. Ja. Sieht jetzt nicht so wirklich gut aus, aber schon auch so vom Feeling her schon ein bisschen spooky. Die Musik passt dazu auch, oder die Soundeffekte gerade. Gehen wir mal zurück. Schauen wir mal, was ist denn? I think you're ready to venture deeper into the facility. I've opened the doors for you. Aren't we working on getting out? Da hinten ist auch auf. I'm afraid you have to get to my location at the dig site to use the emergency radio. All right. Lavatories. Ah, nee. Ich dachte gerade, jetzt habe ich mehr Ammo. Mal gucken, wo uns die Lavatories hinführen. Ach, Dusche. Alter! Was
habe ich mich aber erschrocken. Ha! Kurz warten. Der ist down. Ah, schön duschen. Shower. Okay. Wir sind hier duschen. Schauen wir, ob wir hier auch irgendwas finden. Cleaning Program. Ah, jetzt ist aus. Oh, guck mal. Kinect Impact Grenade. Okay. Eine Granate haben wir jetzt noch zusätzlich bekommen, scheinbar. Oh, eigentlich nicht mehr, ne? Jetzt würde ich mir aber noch so eine Spritze nehmen. Rezept. Das war das Richtige. Okay. Dann war das gerade nur ein Rezept, was wir genommen haben. Hier ist aber nichts mehr, ne? Mal alles abschauen. So, weiter geht's. Token. Also man muss schon echt genau gucken, weil den hätte ich jetzt eben fast übersehen. So, ich würde sagen, jetzt schauen wir mal da die große Luke uns an. Oder Launch. Keine Gegner hier, ne? Auch das Balancing kann sich noch komplett ändern, also da auch noch nicht drauf achten. Oh, das ist aber ein dicker Kamerad. Puh. Hoffentlich wird der jetzt nicht wach. Dann haben wir aber ein Problem, du. Nichts. Den Kamerad müssen wir uns aber jetzt gleich mal genauer anschauen. Du siehst auch nicht mehr so gut aus, ne? Der lebt? Wer weiß, wer weiß. Okay, Auditorium B. Haben wir hier. Biometrics 2. Okay, also das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich irgendeinen Schlüssel organisieren, wo wir dann da hinkommen wieder. Oder reinkommen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Mal schauen, wo uns die andere Tür dann hinführt. Western Hallway. Machen wir mal die große Tür. Check-in. So. Wow. Eine richtig große Halle. So, das nehmen wir mal mit. Schauen wir mal hier, ob hier noch was liegt. Aber die Soundeffekte, die finde ich richtig gut. So Musik, total stimmig. Okay, wir haben noch nicht mal Freigabe 1. Okay, da kann man nicht lang, also das heißt, wir müssen da lang. Open the door. Oh. Stirb. Okay, ja, wir sind im kleinen Wald gelandet, scheinbar.
Display Room. Komm, gehen wir mal direkt hier im Display Room rein. Display Room C. Boah, die Kleinen sind lästig. Bitte erwacht nicht, bitte erwacht nicht. Neue Genomas. Check-in-Konsole ist immer gut. So, Upgrades. Okay, hier konnten wir noch nichts nehmen, weil wir keine Skill-Points haben. Aber hier kann man sich noch was holen. Genau. Nehmen wir jetzt ein bisschen mehr Leben, Lebensenergie. Und wir sollten uns definitiv bitte Ammo 50 ist nicht viel, ne? So, haben wir uns noch ein und dann okay. Kinetic Impact Granate geht noch nicht. Okay, gehen wir weiter. Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt hier. Da geht's noch lang. There should be a biopass here, somewhere. This was an office once. Das war mein Office, ja? Im Büro. Dan, are you okay? Pick it up. Level 1 haben wir. Mal schauen, was wir noch hier so finden. Token. What's that sound? Oh je. Oh shit. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Die kleinen Grubber hier. Are you alright? Oi, oi, oi. They must have known you were coming. Get me out of here right now. You got the biopass. You'll have to make your way to the security room. Überall hört man so ein paar Geräusche. Okay, dann können wir jetzt hier wieder raus. Hoffe ich mal. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Okay.
Das heißt, wir sind wieder in der großen Halle. The security room should be to your left. Den haben wir ja eben gesehen. Security room. You triggered an alarm. Really? You read that in Security Systems 101? There's a security terminal in the back. I also unlocked the northern door. Great job. Okay. Alarm haben wir ausgelöst und wieder ausgeschaltet. Das ist gut. Ich weiß auch nicht, was hier passiert, wenn der Alarm kommt. Vielleicht geht es denn hier richtig los. Was ist das? You have unlocked the swarmer. Ach. Das sieht ja geil aus. Was ist das noch? Swarmer Ammo obtained. Okay. Also wir haben Intruder Alarm, Northern Arrival Access Lock. Haben wir aus, okay. Ja, holen wir uns nochmal genau Ammo. Ach, Ammo. Gesundheit. So. The northern door should be straight ahead from here. Okay, das. Komm. So, da ging es ja nicht lang, oder? Ging es da auch lang? Arrival. Gehen wir mal ins Arrival, ne? That's a tube link. The tube net transports you between different departments. Go on, enter the tube. Very funny, it's not opening. The tube net must have been deactivated during the facility lockdown. Tube links have to be activated at both ends to work. Once you encounter another tube link, we can establish a connection and you can quickly travel between departments. For now, you've got to head outside and make your way by foot. Wir sollen jetzt nach draußen gehen. So hab ich auf jeden Fall verstanden. Das machen wir auf jeden Fall noch. So, jetzt sind wir draußen. We haven't been properly introduced. I'm William. Considering the situation, I'll let it slide. William. I'm Everly. Everly, good. Do you remember what I told you about how dangerous this ecosystem is? It's invasive, it'll flood the entire planet if we don't stop it. And it's killing me with spores on their way to my brain. Exactly. You know, my friends called me Presto in school. I was really into magic tricks. In the past years, I've worked on something that'll make this whole ecosystem vanish. Presto. Will this magic trick cure me too? Yes. I engineered a mycovirus that kills all spores in the bloodstream and can also be used to bring down the central core of the ecosystem. All right. What do we need to do? You need to track down 9 DNA samples from the foreign ecosystem. That way my virus knows what to attack when you inject it into the ecosystem's core. 9. Also wir sollen irgendwas suchen, DNA-Stränge, um unser ja, Blut wieder reinzukriegen, von den Sporen zu befreien. 276 Ammo ist nicht mehr so viel, ne? This is the crew quarters. I used to live here. Go on and activate the tube link while you're here. That way you can travel back here from any other activated tube link. Is this some kind of storage
Okay, wir gehen jetzt mal hier in die Crew Quarters rein. Also den Raum checken wir noch und dann würde ich sagen, beenden wir die. Do you know where I should look for DNA samples in this area? I know a place we could start. I was on good terms with the lab manager. She might have one of the samples we need. The last I heard from her, she spent her final hours in the lounge. The lounge, huh? Going out surrounded by comfy chairs and fancy cocktails isn't bad. Don't expect a tiny umbrella on top of that DNA sample. Medical. Wir kommen überall rein jetzt. Oder? Nee. Oh je. Die kleinen Mistkröten. Living. Was haben wir da? Gucken wir mal ganz kurz. Cryo Mineral Rocket Rezept. Rezepte sind immer gut. Okay, gehen wir hier mal rein. Laser. Oh, das sieht aber echt nice aus. Also vom Look her, Grafik kann man echt nicht meckern bei dem Game hier. Also für mich sieht es echt gut aus. Wenn ich jetzt bedenke, dass es ein Standalone-Game ist und kein PC-VR-Game oder ein PSVR-Game. Ja, Leute. Mehr wollte ich euch auch gar nicht zeigen. Ich wollte euch einen kleinen Eindruck von diesem geilen Game hier vermitteln. Und ja, also meiner Meinung nach kann das hier echt ein richtig cooles Game werden. Ich würde auch gerne eure Meinung zu dem Game wissen und auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr das Game schon auf dem Schirm gehabt oder ist das komplett an euch vorbeigegangen? Und ja, ist das jetzt was für euch oder sagt ihr so, nee, das ist jetzt nicht mein Game? Und beachtet bitte, es ist kein fertiges Game. Wir haben hier einen Early Beta Status, sage ich einfach mal, einen relativ frühen. Und die ersten Versionen, die waren auch noch nicht so wirklich gut spielbar. Aber das kann man jetzt echt richtig gut spielen. Die haben richtig viele Bugs rausgeholt. Und auch wenn es jetzt wahrscheinlich noch nicht bugfrei ist, aber die arbeiten da richtig gut dran. Ist ein cooles Team, muss ich einfach sagen. Und die hören auch sehr viel auf die Community. Und ja, ich bin gespannt auf das Game hier, wenn es final raus ist. Und ich glaube, das ist ein Game, wo wir uns alle wirklich drauf freuen können. Aber dazu gerne eure Kommentare. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Ja, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und ja, seht solche Videos hier, wie ich euch gerade gezeigt habe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.